Jeder siebte Erwachsene in Deutschland kann nicht richtig lesen und schreiben. Alles Schulschwänzer oder einfach dumme Leute? Denkst du? Weil es einfacher damit zu hausieren, ich habe Krebs, als hör mal, ich kann nicht lesen und schreiben. Ist hart, ist aber so. Mehr als die Hälfte der Betroffenen hat sogar einen Schulabschluss und hat es irgendwie durch die Schule geschafft. Aber irgendwann stoßen alle im Alltag an ihre Grenzen. Weil das ist so eine Geschichte, die haben ja viele von uns auch. Dass sie einfach da bleiben, wo sie wohnen, weil sie vielleicht irgendwo am Bahnhof stehen könnten und nicht mehr wissen, wie sie wegkommen, weil sie dann auf der Anzeige gar nicht lesen können. Nicht richtig lesen und schreiben zu können, ist den meisten peinlich. Deshalb halten viele ihre Schwäche so lange wie möglich geheim und werden richtig erfinderisch. Ich bin Brillenträger, habe meine Brille vergessen. Ich habe in meinem ganzen Leben noch nicht einmal eine Brille tragen müssen, weil ich so gute Augen habe. Also wenn ich mir vorstelle, wie das wohl ist, nicht richtig lesen und schreiben zu können, dann finde ich das richtig krass. Weil du bist ja quasi überall mega eingeschränkt oder auf die Hilfe von anderen Leuten angewiesen. Und das stelle ich mir ziemlich stressig vor. Ich finde es aber total spannend zu erfahren, wie Leute, die dieses Problem haben, in ihrem Alltag klarkommen. Und deswegen treffe ich gleich Martin. Der ist nämlich einer der wenigen, die Bock haben, darüber zu sprechen. Hi Martin, freut mich, dich endlich kennenzulernen. Alina. Na, schön, dass du uns triffst. Ja, nett, dass er vorbeikommt. Ja, und, voll. Ja, bin halt ein bisschen nervös, wie gehört ja mit dazu. Ja, ach du, aber kommt das doch ist einfach normal. Klar, danke schön. Ah, du hast eine Katze, wie heißt die denn? Das ist der Checker und hier ist die Lucy. Ach, da ist noch eine. Und Lucy, komm her. Einfach mal Finger halten, halt nur einen Finger hin. Ach krass, ich sehe hier, du hast auch dein besonderes T-Shirt angezogen. Ja, ich habe gedacht. Wenn wir schon über das Thema sprechen, dann kann man da vielleicht auch mal den Leuten sagen, es gibt nicht nur mich. Warte mal, bevor du weitererzählst, ich stecke dir hier mal den Ton an, beziehungsweise vielleicht kannst du mir selber auch dabei helfen. Ich stecke dir das einmal in die Hosentasche, wenn ich darf. Martin ist 44. Schon in der Kindheit wurde bei ihm eine Lese-Rechtschreibstörung festgestellt. Weil er als Kind nicht richtig gefördert wurde, hat er Lesen und Schreiben erst mit 24 gelernt. Aber auch jetzt ist sein Können noch nicht auf dem gleichen Level wie beim Rest von uns. Einkaufen gehen, Fahrpläne lesen, mal eben eine WhatsApp schreiben. Für uns ganz normal, für ihn ein Riesenaufwand. Ich habe mich auch jahrelang versteckt und habe mir Sachen Ausreden einfallen lassen und habe mich auch mit einigen Leuten nicht getroffen, weil ich gedacht habe, ne, du hast dich jetzt ein paar Mal mit denen getroffen, die werden das früher oder später jetzt auch merken, dass irgendwas nicht stimmt. Und um der Sache einfach aus dem Weg zu gehen, bin ich dann auch mal so ein paar Jahre alleine durchs Leben geschlendert. Mhm. Aber letztendlich will ja keiner alleine sein. Ist ja doof. Nee, total. Weil so Außenstehende, Normallesende und Schreibende, die wissen ja gar nicht, wie schlecht es uns geht. Es ist ja nicht nur die Sache, dass wir Probleme mit dem Lesen und Schreiben haben. Wir haben ja auch Probleme mit dem Miteinander. Ne? Weil wir sind ja immer die Leute, die denken, wenn wir irgendwo hinkommen, wo ich vielleicht doch mal was lesen muss. Und wenn die dich nicht lange kennen und wissen, was los ist, dann reagieren auch einige ziemlich unschön. Ich finde, die Schwierigkeit bei dem Thema ist ja immer, ne, man möchte das nachvollziehen, sich da reinversetzen, aber ich kann es halt nicht, ne, weil das ich mir das gar Problem. Nicht richtig vorstellen kann. Also vielleicht kannst du mir helfen. Was kannst du denn jetzt lesen und was klappt irgendwie noch nicht so gut? So, ich kann so ziemlich alles mittlerweile lesen, nur nicht schnell. Und auch unter Druck und Stress ist es dann auch wieder so eine Geschichte, wo es dann auch mal sein könnte, einfach ein Systemausfall, dann funktioniert auf einmal gar nichts. So Behördensachen, die sind halt auch immer recht unschön. Ne? Mhm. Antrag auf eine Übernahme der Kosten für die orthopädische Arbeitsschuherhöhung. Vor ein paar Jahren hätte ich wahrscheinlich erstmal gar nicht vorgelesen, war viel zu peinlich. Und dann wäre es wahrscheinlich so gegangen. Antrag auf Übernahme. Und das ist halt nicht mehr. Ne? Mhm. Das ist zwar immer noch nicht so toll. Ich habe mir den auch schon 2-3 Mal durchgelesen, damit ich genau weiß, um was das geht. Mhm. Aber wenn jetzt so ein Text aus dem Nichts auf mich zukommt und sagt, hör mal hier, dann ist es halt auch schwierig. Mhm. Aber es geht mittlerweile. Okay. Aber ich hatte echt ein paar Jahre, wo ich gedacht habe, Buchstaben. Vor Buchstaben ekelt sich Martin mittlerweile nicht mehr. Das zu schaffen war für ihn aber harte Arbeit. 6 Jahre lang hat er sich in Kursen an der Volkshochschule das erarbeitet, was die meisten von uns ohne Probleme in der ersten Klasse lernen. Mittlerweile kommt er im Alltag einigermaßen klar. Nur auf der Arbeit fällt ihm das Lesen und Schreiben unter Druck schwer. Was genau das Problem ist, will Martin mir heute zeigen. Aber ich habe eben gesehen. Links abbiegen auf Ravensberger Straße. Oh Gott, was ist das jetzt?
Was ist das denn für eine spacey Stimme? Krass. So kannte ich die auch noch nicht. Warum ist die so? Keine Ahnung. Geil, okay, gefällt mir. Ich habe aber eben gesehen, du hast das jetzt mit Spracherkennung gemacht, ne? Ja, das. Machst du das immer oder? Ja, meistens. Das ist einfach. Ne? Eigentlich wäre es besser, wenn ich alle mit der Hand eintippe, aber dann ist wieder das Problem, je nachdem, wie wird es jetzt geschrieben? Wie wird es jetzt genau geschrieben? Wird es so geschrieben? Wird es so geschrieben? Und wenn ich einfach da reinquatsch, dann zeigt er mir immer meistens zwei, drei Möglichkeiten an. Und ja, wenn ich mir nicht ganz sicher bin, dann nehme ich einfach das Ausschlussverfahren. Was sich am besten anhört, das nehme ich dann. Ja, wenn du irgendwie, weiß ich nicht, eine Adresse hattest, wo du hin musstest, wie bist du da vorgegangen? Meistens habe ich die Adresse immer bei mir gehabt. Und wenn es gar nicht anders ging, Leute gefragt, ich so, da muss ich hin. Wie komme ich da am besten hin? Aber meistens habe ich eigentlich immer darauf geachtet, dass ich nirgendwo hin muss mit irgendwelchen Adressen. Aber ich meine, da kommt man ja nicht drum rum manchmal, oder? Meistens ist ja alles hier in Wuppertal und ich lebe schon so viele Jahre hier in Wuppertal und hier gibt es eigentlich kaum Ecken, die ich nicht wirklich kenne und nicht weiß, wie ich da hinkomme. Jetzt hier hoch. Hier scharf hoch? Ja. Ja, okay. Aber das heißt, in so andere Städte oder so das bist halt du... Ich hatte ja auch schon oft drüber nachgedacht, mal umzuziehen oder so. Aber dann war schon allein die Angst, boah, dich da zurechtzufinden, das wird echt schwierig. Wie anstrengend Martins Leben ist, wird mir erst nach und nach klar. Briefe lesen, Google Maps, Straßennamen, überall ist man Buchstaben ausgesetzt. Für mich kein Problem, für Martin bedeutet das vor allem Stress. Besonders schwierig ist es für ihn auf seiner Arbeit. Als Lagerlogistiker macht er den ganzen Tag das hier. Pakete auspacken, Ware einbuchen und das möglichst schnell. Und ihr habt wahrscheinlich jetzt auch schon den ganzen Rest erfasst, der da drauf steht. Ich lese in dem Moment eigentlich nur das, was für mich in dem Moment wirklich wichtig ist. Das heißt, was liest du da? Also nur die Bezeichnung. Ich gucke hier drauf und nachdem, ja, ist es jetzt wirklich lesen in dem Moment oder ist es einfach nur vergleichen? Kann man sich ja schwer sagen, das, oder? Also ich würde sagen, ich lese. Andere würden wahrscheinlich sagen, der vergleicht die Buchstaben oder die Zeichen. Auf den ersten Eindruck habe ich das Gefühl, Martin ist hier ziemlich routiniert. Gerade ist es aber auch relativ ruhig. Normalerweise muss er hier sehr viel schneller arbeiten. Und dann ist auch schon vorgekommen, dass dann irgendwas einfach untergegangen ist, weil du nicht mehr daran gedacht hast, weil du den Kopf wieder mit anderen Sachen voll hast. Und ich, der das Lese-Schreib-Problem hat, der macht sich dann natürlich wieder den Megakopf, weil er denkt, das liegt nur an deiner Unfähigkeit. Ich finde, Martin ist ziemlich hart mit sich selbst. Das Auspacken und Einbuchen kriegt er hin. Nur wenn er an den Computer muss, hakt es noch ein bisschen. Hier braucht er hin und wieder noch Unterstützung von seinen Kollegen. Den hatte ich meinem Kollegen noch hier gelassen, ne? Weil ich hatte einige Sachen nicht geschafft. Ne? Und damit er dann so ein bisschen vorbereitet ist, dass einiges auf ihn zukommt. Ach krass, das heißt, das hast du jetzt geschrieben auch? Okay. Wie lange brauchst du dafür? So? Weiß ich nicht, so 10 Minuten. Für andere ist das vielleicht eine Sache von einer Minute. So. Die überlegen gar nicht, die schreiben es einfach. Und ich bin halt einer, ich muss immer wieder überlegen und nachdenken, wird es so geschrieben oder nicht. Das hier sind Momente, in denen ich verstehe, was für Martin das Problem ist. Zettel wie dieser helfen ihm bei seinen Aufgaben. Seine Chefs und Kollegen sind mit ihm zufrieden. Nur seine eigenen Ansprüche kann er nicht immer erfüllen. Du musst dich da immer wieder jeden Tag aufs Neue mit deinem, was du nicht kannst, immer wieder konfrontieren und immer wieder merken auch, allen anderen fällt es so leicht, die Sache, die du hier versuchst mit Biegen und Brechen und Schweißausbrüchen alles genauso hinzukriegen, aber dann auch oft dran scheiterst und dir wieder denkst, meine Güte, warum bin ich nur so schlecht? Ja, und das sind dann halt auch wieder die Momente mit Selbstzweifel und ja. Aber gut. Damit habe ich gelernt, im Großen und Ganzen relativ gut umzugehen. Es sind zwar auch immer wieder Momente bei mir, wo ich denke, wird es irgendwann
noch besser. Aber wenn ich bedenke, wie ich vor ein paar Jahren noch war, es ist ja schon unheimlich gut geworden. Nur halt nicht so gut wie wahrscheinlich bei dir und bei wahrscheinlich 90% der anderen Leuten, die hier arbeiten und rumlaufen. Martins Ehrgeiz finde ich bewundernswert. Sich diesen Umgang mit seiner Schwäche zu erarbeiten, hat aber viele Jahre gedauert. Erst als er in den Kursen der Volkshochschule gemerkt hat, dass er mit seinem Problem nicht allein ist, konnte er sein Leben so akzeptieren, wie es ist. Und genau so geht's vielen Menschen, die dieses Problem haben. Es war schwer, Leute zu finden, die mit mir darüber reden wollen. Aber in Hamburg habe ich eine Selbsthilfegruppe gefunden, die mich zu einem ihrer Treffen eingeladen hat. Ja, mein Name ist Thorsten Reinhold und bin seit über 10 Jahre jetzt in dieser Gruppe. Die Gruppe hier nennt sich das Alpha-Team und trifft sich einmal im Monat. Susanne Kiendl, die mit den braunen Haaren, leitet die Gruppe. Mal geht es um die eigenen Probleme, viel öfter besprechen sie aber, wie man anderen Leuten am besten erklärt, warum es Erwachsene gibt, die nicht richtig lesen und schreiben können. Thorsten war vor kurzem in einer Kita, um genau das zu tun. Es kam unter anderem die Frage, ja, wieso, aber hast du denn immer geschwänzt? Bist du gar nicht dahin gegangen? Hast du geschwänzt? Und da habe ich noch gedacht, boah, ne? Du hast es sehr, sehr souverän beantwortet. Wie hast du denn reagiert, als die Frage kam? Also was hast du gesagt? Wie erklärst du das? Ich habe gesagt, ja, ich bin immer zur Schule gegangen. Ich habe nicht geschwänzt. Ich habe mich da durchgewurschtelt. Aber ich hatte halt meine Schwierigkeiten in Deutsch, dass ich da nicht richtig lesen konnte und schreiben konnte. Und da kam dann die Frage zurück, ja, wie war es denn bei Deutsch? Ich sehe ja beim Diktat, da habe ich wirklich Blut und Wasser geschwitzt. Weil da musste ich ja unter Zeitdruck ja schreiben und da hatte ich meine Probleme und da habe ich halt immer eine 6 wieder gekriegt. Und diese 6 musste ich immer meinen Eltern vorlegen und die mussten das aber unterschreiben. Und dann musste ich jeden Text von hinten nach vorne wieder richtig schreiben. Seine schlechten Noten hat Thorsten durch mündliche Mitarbeit oder Aufgaben ausgeglichen, die er mit weniger Druck zu Hause erledigen konnte. Deswegen hat es in Deutsch immer noch für eine 4 gereicht. Das ist auch ganz oft, dass sie diese sogenannte pädagogische 4 vergeben. Also ich habe das in meinen Kursen damals öfter gehört, dass sie gesagt haben, also ich hatte sogar einen, das fand ich wirklich heftig, der ist, wenn Klausuren geschrieben wurden, ist der rausgeschickt worden und sollte dem Hausmeister helfen. Thorsten hat mit seiner pädagogischen 4 sogar die mittlere Reife geschafft. Wie das sein kann, obwohl er nicht richtig lesen und schreiben konnte, ist für mich schwer vorstellbar. Die Schuld allein bei der Schule zu suchen, findet hier trotzdem jeder falsch. Die Schule war mit dabei, klar. Ne? Dann hast du vielleicht noch, weiß ich, wenig Unterstützung zu Hause bekommen oder. Also, und es ist einfach so, ich bin ja überzeugt davon, dass wenn man am Anfang, wenn man einfach merkt, es klappt gar nicht so gut, der kann das gar nicht so gut lernen, wenn da richtig reagiert werden würde, würde ganz viel abfallen sozusagen an Druck und Angst. Ne? Was du jetzt wieder erzählst, das alles rückwärts nochmal schreiben, das heißt immer mehr Angst vom nächsten Diktat, vom nächsten Test. Es wird immer schlimmer, immer schlimmer. Mhm. Und mit Angst kannst du nicht lernen. Also hast du so eine Art Teufelskreis, wo du einfach gar nicht mehr wirklich rauskommst. Ne? Keinem von den Leuten, die hier sitzen, fällt es leicht, über ihre Schwäche zu reden. Trotzdem wollen sie das, damit Leute wie ich checken, Analphabet ist nicht gleich Analphabet. Die Bevölkerung sagt ja Analphabeten, was ist das denn? Wieso können die Leute hier in Deutschland nicht mehr lesen und schreiben? Und dann ist es so wie bei Thorsten, dass dann gesagt wird, ja wieso, warst du faul, hast du immer geschwänzt? Für mich ist das eine Beleidigung. Und auch funktionale Analphabetin genannt zu werden, ist für mich eine Beleidigung. Mhm. Total. Okay, das Thema ist nicht ganz einfach. Die Menschen, die hier sitzen, fallen unter den Begriff funktionale Analphabeten. Das sind Menschen, die zwar Worte und Sätze lesen und schreiben können, dafür aber Probleme bei Texten haben und noch viele Fehler machen. 7,5 Millionen Menschen in Deutschland fallen in diese Kategorie. 7,5 Millionen. Das belegt eine Studie der Uni Hamburg von 2011. Dieses Jahr soll es eine neue Studie geben. Alle vermuten, dass die Zahl mittlerweile noch höher ist. Wieso das so ist, lasse ich mir nach dem Treffen von Susanne Kiendl erklären. Es gibt unterschiedliche Ursachen natürlich, weshalb ich nicht gut lesen und schreiben gelernt habe. Das kann einerseits sein, weil ich Legastheniker bin und nämlich eine Wahrnehmungsschwäche habe und Dinge anders verarbeite, als es andere Leute tun. Ich kann aber auch tatsächlich
einfach Pech gehabt haben. Bildung ist Ländersache. Ne? Wenn ich öfter umgezogen bin, dann bin ich in der Grundschule vielleicht immer wieder da eingestiegen, wo ich letztes Mal schon war. Das heißt, ich lerne gar nicht weiter. Oder ich war viel krank oder ich habe eine Hörschwäche oder ich habe eine Sehschwäche, die nicht erkannt wurde und hatte nicht die Chance, dementsprechend zu lernen. Klar gibt es bildungsferne Haushalte, vielleicht bin ich nicht unterstützt worden, hatte ganz viele andere Probleme und Lesen und Schreiben war nun wirklich das Letzte, worum es mir ging. Also es gibt viele, viele mögliche Gründe, die dazu führen, dass ich nicht gut lese und schreibe. Beim funktionalen Analphabetismus gibt es aber auch verschiedene Abstufungen. Einige können nur wenige Buchstaben lesen und schreiben, andere schaffen mit ein paar Fehlern ganze Texte. Fast alle Betroffenen haben aber eins gemeinsam, sie schämen sich für ihre Schwäche. Es soll so ein bisschen bitte dahin gehen zu sagen, aha, es ist eine Schwäche, die jemand hat. Ne, der ist deswegen nicht blöder, der ist nicht irgendwie, keine Ahnung, er hat eine Schwäche. So, und in dieser Schwäche wurde er leider nicht gefördert, aus unterschiedlichsten Gründen. Deswegen holt er das jetzt nach und fängt jetzt an zu lernen. Das ist, was eigentlich bewundernswert ist und nichts, was eigentlich belächelt werden sollte oder irgendwie auch tatsächlich mit Diskriminierung bedacht werden sollte. Zurück zu Martin. Wir haben uns zum Essen verabredet. Heute geht das. Früher hat allein der Gedanke an das Lesen einer Speisekarte bei ihm Panik ausgelöst. Wollen Sie was essen? Ja, ich hätte gerne das Schnitzel Wiener Art. Ja, mit Pommes? Ja. Mayo? Ja, können wir machen. Okay. Und Salat brauche ich aber nicht so unbedingt. Wenn er dafür vielleicht zwei, drei mehr Pommes auf den Teller kriegt. Das ist ein guter Deal. Bis er die Speisekarte lesen konnte, hat sich Martin mit Freunden lieber auf eine Currywurst getroffen. Aber auch sonst hat er Situationen, in denen er lesen musste, lieber vermieden. Gab es auch so Strategien, die man sich dann überlegt, manchmal, um unangenehme Situationen zu vermeiden im Alltag? In den ersten Jahren, klar, wenn irgendwelche sagen, ich bin Brillenträger, habe meine Brille vergessen. Ich habe in meinem ganzen Leben noch nicht einmal eine Brille tragen müssen, weil ich so gute Augen habe. Aber gut, das weiß ja keiner. Und Brille ist ja jeder direkt Verständnis. Ne? Das ist ja, ne? Oder hab was mit der Hand, ne? Irgendwie verletzt und kann gerade nicht so. Ach, krass, echt. Mal eben so schnell einen Verband um die Hand wickeln, ist ja kein Problem. Das kriegst du ja hin. Hast du das auch gemacht? Das habe ich auch schon gemacht. Wahnsinn. Und dann auch diese Tage, ne, wo du aufstehst und schon mit Magenschmerzen aufgestanden bist, weil du wusstest, es geht ja schon wieder in die Schule. Die Schulzeit war für Martin der Horror. Schon in der Grundschule kam er nicht so gut mit wie die anderen Kinder und wurde viel gemobbt. Nach der 5. Klasse kam er auf die Waldorfschule und dann auf eine Förderschule. Trotzdem hat es mit dem Lesen und Schreiben nie so richtig gut geklappt. Also woran genau liegt das, dass man halt ne, zum einen nicht mitkommt und das zum anderen irgendwie dann auch nicht so schnell aufholen kann wie die anderen Kinder? Hast du da eine Antwort drauf? Nein. Nein. Aber die wird auch keiner von denen haben. Du kannst 200, 500 Betroffene fragen. Es gibt verschiedene Gründe. Also ich kann nur sagen, mein leiblicher Vater, der hatte das Problem auch. Was genau jetzt alles dazu geführt hat oder nicht, man weiß es nicht. Ich weiß einfach nur, dass es so ist und ich irgendwie damit leben muss. Und mir viele Jahre nicht leicht gemacht wurde. Das, was Martin mir erzählt, ist typisch für Menschen, die nicht so lesen und schreiben können wie der Rest von uns. Nur Stress in der Schule, keine Unterstützung zu Hause. Echt kein leichtes Schicksal. Aber das alles hat Martin weitestgehend hinter sich gelassen. Mit den begrenzten Möglichkeiten habe ich, glaube ich, so für mich im Moment das Beste. Ne? Es ist zwar noch ausbaufähig und ich bin da auch immer noch dran, aber einen akademischen Grad werde ich wohl nicht mehr erreichen. Sind wir mal ehrlich. Schön wäre halt, wenn ich vielleicht irgendwann doch noch mal eine Frau an meiner Seite hätte, vielleicht für eine längere Zeit. Aber den musst du ja auch irgendwas bieten, ne? Ist wahrscheinlich eigentlich das Erste, was man dann erzählt, so beim Kennenlernen. Ey, übrigens, ich habe da so ein kleines Problem. Nein, natürlich nicht. Weil viele von meiner Freunde meinen, hör mal, ist doch Internet, ist doch kein Thema, kannst Leute kennenlernen ohne Ende. So, Leute kennenlernen mit Schreiben, ne? Ich so, fällt euch da irgendwas auf? Ein paar Mal hat er es versucht, erzählt er mir. Aber sobald er von seiner Schwäche erzählt, kommt selten noch was zurück. Ich habe echt Respekt davor, dass Martin mir das alles so erzählt. Aber ist für ihn auch eine Herzensangelegenheit. Deshalb ist mir ja das hier auch relativ wichtig, dass es vielleicht noch mehr Leute gibt, die sehen, mit dem Problem sind sie nicht alleine.
Und man kann auch anders damit umgehen. Man muss sich nicht verstecken. Von anderen Menschen wünscht er sich vor allem eins. Dass es auch nicht so ein Ding ist, so hinter vorgehalten hat. Mama, der kann nicht lesen und schreiben. Was stimmt denn mit dem nicht? Weil dann könnte ich genauso sagen, hör mal, wenn ich länger bei dir rumbaue, finde ich wahrscheinlich auch ganz viele Sachen, wo bei dir was nicht stimmen könnte. Hm. Aber muss ich das? Mache ich das? Und warum machen die das? Nur um sich selber besser zu fühlen, weil sie selber total in vielen Sachen unfähig sind. Hm. Einfach die Leute akzeptieren, wie sie sind. Mittlerweile geht Martin offen mit seinem Problem um. Aber das können die wenigsten. Deswegen wäre es doch schön, wenn wir alle ein bisschen weniger verurteilen und ein bisschen mehr unterstützen würden. Ich zumindest habe mir vorgenommen, ab jetzt ein bisschen sensibler zu reagieren, wenn jemand mich nach dem nächsten Zug fragt, obwohl er direkt neben dem Fahrplan steht. Das war's von mir. Vielen Dank fürs Zugucken. Mich würde interessieren, kennt ihr auch jemanden, der von der Leserechtschreibschwäche betroffen ist? Wenn ja, schreibt es hier gerne unten in die Kommentare. Oben haben wir euch auch noch einen Film von dem iChance-Team verlinkt. Die haben Finn Kliman im Klimansland besucht und haben mit ihm zusammen Bücherregale aufgebaut. Lohnt sich auf jeden Fall auch anzugucken. Also, bis zur nächsten Reportage. Macht's gut.